Die News der Woche Nummer 14. Die Stadt Nürnberg schaltet wieder Lichter ein. Kommt der 49-Euro-Ticket? Umbaumaßnahme an der Lorenzkirche. Das klingt nach einem neuen Redelohn der deutschen öffentlichen Verkehrssystem. Ab dem 1. Mai 2023 wird ich ein 49-Euro-Ticket geben. Daher ermöglicht mit Regionalzüge durch ganz Deutschland zu fahren. Die Bundesrat hat bereits seine Zustimmung am Freitag gegeben und das Ticket kann ab heute online und in einigen Verkehrsbetrieben Papierticket erworben werden. Es ist nicht übertragbar. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ticket nur für eine Person gültig ist und nicht übertragbar ist. Diese neue Regelung können für viele Menschen ein preiswertige Alternative darstellen und innerhalb Deutschlands zu reisen. Es ist jedoch wichtig, die Bedingungen und Einschränkungen des Tickets zu verstehen, bevor man erwischt wird. Auch sollte man sich darüber bewusst sein, dass es möglicherweise andere Angebote gibt, die besser auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. An der U-Bahn-Station Lorenzkirche wird ab Juni die Zwischendecke runtergenommen. Der Zugang zu den U-Bahnen wird erstmal weiterhin bestehen bleiben. Die bestehende Decke wird durch eine offene Lamellendecke ersetzt und die Beleuchtung verändert. Die Fassaden der Läden werden farblich überarbeitet, der Bodenbeleg aus Granit bleibt bestehen und wird in der neue Gestaltungskonzept weiter bestehen bleiben. Ab dem 17. April 2023 schaltet Nürnberg wieder die Lichter bei sehenswürdigen und Fassaden die Beleuchtung an. Darunter sind zum Beispiel die Lorenzkirche, Henkertag oder auch das Rathaus und viele andere Gebäude. Die Beleuchtung wurde im Jahre 2022 im Juli abgeschaltet, um einfach im Hintergrund auf den Krieg von der Ukraine und Energie einfach zu sparen. Bis Ende 2022 wurde knapp 60.000 Kilowattstunden Strom eingespart. Bis zum 17. April werden es rund 100.000 Kilowattstunden sein. Das waren die nächste Woche von dieser Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder bei den News der Woche. Schönen Tag. Habt eine schöne Osterzeit. Bye bye. Ciao.